Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, bei einer weiteren Runde Gothic Numero 1. Wir sind hier ohne Akrobatik unterwegs, weshalb ich jetzt hier zum Beispiel nicht runterspringen sollte. Aber da ich mit dem Motto No Risk, No Fun lebe, tue ich es trotzdem. Zack! Und schon sind wir dem Scavenger auf der Fährte. Keule, gut. Und damit sind wir wieder dabei. Schön, dass ich das überlebt habe, da runter zu springen. So, wir gehen jetzt mal wieder zurück zur Bruderschaft, da wir leider diese eine Gang da nicht platt machen können alleine. Die sind too strong. Ich habe hier gerade was gesehen. Da könnte man auf jeden Fall auch mal hin. Hier könnte es wieder knapp werden. Oh ne, ich kann sliden. Sehr schön. Komm rum. Zack. Oh, ich habe eine Fliege. Komm her. Zack. So, hier ist eine schöne Kiste. Haben wir eigentlich noch Dietrich hier? Rechts, links, rechts, rechts. Dann machen wir nochmal rechts. Verdammt. Rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links, rechts. Dietrich, Bier, Fackel, Fleisch und 75, 25 Erz. 75 wäre schön. Gut. Oh, und hier ist noch eine. Ja. Links, rechts, rechts, links. Nice! Noch mehr Dietriche. Cool, und Pfeile. Sehr schön. Jetzt haben wir, glaube ich, sogar an Dietrichen Plus gemacht, oder? Gut, wie sieht es mit dem Level aus? Wir brauchen noch 2000 EP für Level... Welches Level sind wir eigentlich? Für Level 8 dann. Deswegen schön weiter hier farmen. Blutfliegen holen wir vom Himmel. Komm rum. Zack. Und immer die Flügel mitnehmen. Nicht vergessen. Das ist wichtig. Gut. Wir gehen jetzt zurück zur Bruderschaft. Denn da können wir noch Quests machen. Gehe ich von aus. Wir sind jetzt erst gerade quasi frisch da aufgenommen worden. Haben jetzt übrigens auch das... Hö, hier leben wieder welche? Ah ja, ist ein neues Kapitel. Boots, Keule! Denn, wir haben ja auch das Kraut jetzt an Gomez vertickt. Ins alte Lager darf ich leider nicht mehr, da er in Extremo fröhlich spielt. Toll, Gema, toll. Ja, sind wir alle sehr froh drüber. Aber wir können auch selber einfach singen. So, welcher Song fällt mir spontan ein? Am besten sind Schlager. An der Nordseeküste, bop, 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 bom, am plattdeutschen Strand sind die Fische im Wasser und selten an Land. An der Nordsee. Putz! Bop, 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 bom. Der Scavenger gibt mir Fleisch. Ohne Scheiß, er gab mir Fleisch. Aber leider roh, da sind Mole-Rats. Putz, 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 putz. Mole-Rats. Fette Mole-Rats. Und die wohnen in der Höhle mit einem Heiltrank. Mole-Rat. Mole-Rat. Alle tanzen in Mole-Rat. Mole-Rat. Alle tanzen in Mole-Rat. Nach Schatten. In einer Höhle voll am Wachsen. Oh, noch ein Scavenger. Ihr lebt halt wieder alles, ne? Neues Kapitel, neues Glück. Alter. Ich hab grad irgendwelche Typen rumschreien. Alter. Ende. Genug gehackt hier. Ich muss echt das ganze Fleisch mal grillen. Oder braten. Oder beides. Alter, geht's übel hoch. Komm, da gehen wir hoch. Speichern. Hoch. Ich glaube, das Spiel... Also, ich habe jetzt seit... Ich meine, bei der letzten Folge ist es gar nicht... Nee, bei der vorletzten mit Peric zusammen ist das Spiel einfach mal dreimal abgestürzt. In der letzten Folge... Jetzt! Ich sterbe. Oh, nee. In der letzten Folge... Alter. In der letzten Folge gar nicht. Und das lag daran, glaube ich, weil ich alle möglichen Hintergrundprozesse... Alter, jetzt geh da hoch, du Lappen! Ich drück doch springen! Komm, lassen wir. Lassen wir.
Ja, ich glaube, das Spiel hat echt Probleme mit gewissen Hintergrundprozessen. Naja. Überhaupt das Spiel erstmal auf Windows 7 nochmal. Obwohl Windows 7 geht noch. Windows 8 kannst du, glaube ich, vergessen. Aber das Spiel selbst auf Windows 7 nochmal zum Laufen zu bringen, ist echt. Molerad! Alle tanzen in Molerad! Molerad! Ich komme jetzt rein! Wo ist gar nichts mehr? Na gut. So. Ja. Genau. Alte Lager. Können wir nicht rein. Weil er in Extremo spielt. Tödüm. Mit die geilste Sache überhaupt hier im Spiel. Aber die GEMA! Der Typ, der bei der GEMA die Titel eintippt. Wie ging der? Der Typ, der bei der GEMA die Titel eintippt. Ist ein ganz doofer Penner. Der Typ, der bei der GEMA die Titel eintippt, ist ein ganz blöder Penner. Dum, 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 dum. La, 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 la. Hier war ich noch gar nicht drin im Wald, fällt mir gerade ein. Oh, weiterhin, weiterhin immer schön speichern. Da rechts war noch eine Goblinhöhle, kommen wir auch mal hin. Moin! Ich bin Frau Holle aus dem Walde! Oh, komm ran hier. So. Easy. Easy peasy. Lemon squeezy. Da liegt er. Nächster. Schattenläufer! Wölfe. Aber Schattenläufer ist ein bisschen schlimmer. Oh! Oh! Puh. Ja, das ist immer das Problem bei Wäldern. Da wohnen die Schattenläufer. Ich bin gespannt, ob und wann ich den ersten Troll treffe. Komm her! Komm her! Zack! Easy peasy. Lemon squeezy. Easy peasy. Wir gehen in die Höhle mit den Goblins rein. Yeah! Hyperaktiver Spasti. Weg die Fäuste. Soll aber nicht. Er soll sich lieber einen vollfressen hier. Der Typ, der bei... Ihr merkt schon, die Folge hier ist sehr gesangslastig. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Nicht wahr? So, das sind, glaube ich, schwarze Goblins und davon 5 Stück. Ich glaube ja nicht, dass ich die schaffe. Alter, guck mal, die bewachen richtig die Brücke, schwarzer Goblin. Ja, war schön mit euch. Ich gehe da jetzt rein. Eure Überzahl ist bei dieser Brücke machtlos. Kommt ran, Jungs. Ihr könnt doch nichts. Alter. Ich muss dich splitten. Merkt er, ne? Voll die Papagei. Guck mal, es sind nur 2. Wow! Siehst du den Damage? Down! Oh, Putz! Putz! Klüppeln! Oh! Ich hab 2! Easy! Das machen wir, Leute. Der Typ, der bei... Ich muss Fleisch essen. Oh, nee, nicht Schnaps, Alter. Kein Bier! Du brauchst jetzt einen kühlen Kopf gegen 4 schwarze Goblins. Wir schaffen das, Leute. Die Goblins können nicht vorbei. Sie sind im Leben nicht angekommen. So. Es wird eine butzige Angelegenheit hier. 4 Stück ist quasi nichts. Hast du gesehen? 3 Schläge. Dann sind die weg. Sind die einfach nur weg. Guck mal. Da waren es nur noch 4. 4 kleine Goblins. Die wollten gern mal feiern. Der eine hat sich mit Hope angelegt. Da waren es nur noch... Nee. Auf feiern reimt sich nicht frei. Easy. Oh Gott. Einen habe ich und weg. Oh.
Ich habe eben nicht gespeichert, ne? Oh, Nagelkeule in den Anus. Popanus. Komm her, Junge. Zack, und weg. Guck mal, zwei habe ich jetzt nochmal. Das waren übrigens ursprünglich sechs. Alter Schwede. Was willst du tun? So, schnell essen. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Splittet die Hunde auf. Warte, bald haben wir kein Fleisch mehr, wenn das so weitergeht. 10 Leben ist quasi nichts. Easy peasy. Easy peasy. Ich speichere mal. Oh, die drehen sich schon um. Komm! Rum! Oh. Wie die einen umlaufen, ey. Diese Hunde. Ah, da habe ich ihn. Ah, da liegt er. Schön ein übergezimmert. Okay. Essen. Wow! LSD. So. Oh, LSD. Ich glaube, da sollte ich mal weg. So, Leute, durch LSD hat sich gerade das Spiel aufgehangen. Oh. Ah. Oh. Zack, zack, zack. Easy peasy. Lemon squeezy. Bitte kein LSD mehr jetzt. Okay, sieht gut aus. No LSD for you today. Hier, Sklavenbrot, 15 Leben. Hau dir rein. Alter, der frisst das wie? Wie ein Karnickel. Rin! Schön, speichern. Zack. Und weiter. Jetzt sind es, glaube ich, waren das jetzt sogar schon alle? Oder liegt nur eine Nagelkeule? Und eine hat er nur in der Hand, okay. So, jetzt bin ich gespannt, was jetzt auf mich zukommt. Weil wenn diese Brücke schon von 6 schwarzen Goblins bewacht wird. Alter, das gibt doch EP, was ich hier mache. Auf Doom. Gut! Oh. Oh, die sind halt schnell. Stufe aufgestiegen. Alter. Ja, das, wie ich sagte, das hat, das bringt hier ordentlich EP. So. Allein, was der eine mir jetzt schon wieder gegeben hat, ey. Boah. Ihr Höhlenpilz. Hau rein, dir die. Pfeif dir die. Oh, dahin rennt noch einer. Alter, spawnen die hier nach? Der. Was? Du bleibst weg. Zack. So, jetzt bin ich gespannt, was in der Höhle dahin haust. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Ich glaube, ich hole mal lieber die Keule raus. Oh, hier ist nichts. Alter, wenn die danach spawnen, das würde aber erklären, warum es dann immer doch noch einer mehr war, wie ich dachte. Hallo? Echo? Oh. Oh Gott. Die ganze Höhle ist einfach voll mit Goblins. Oh, nee, komm. Nee, komm. Oh! Oh, reicht für heute dann auch mit Goblins! Das reicht mit! Oh, ja! Für heute reicht es! Mit süßen Goblins! Für heute reicht es mit süßen Goblins! Na, 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 na. Ich renne jetzt heim in die Bruderschaft. Na, na, na. Ja, Alter. Alter, ey. Da waren jetzt eben nochmal locker 10. Alter. Puh. Aber wir sind Level 8 jetzt schon. Haben 25 Lernpunkte. Ja, jetzt hätten wir eigentlich nochmal ins neue Lager gehen müssen. Wir müssen nämlich noch Akrobatik lernen. Genau, Akrobatik. Bogenschießen Stufe 2. Das kostet 25 Lernpunkte. Eieiei. Eigentlich haben wir abgestimmt, ich gehe auf Bogen. So, jetzt ist aber das Problem, dass in der Bruderschaft nichts mit Bogen ist. Aber ich habe gesagt, den Zwist, den schaffen wir. Wir müssen dann halt nur mal ein bisschen mehr hin und her laufen zwischen neues Lager und Bruderschaft. Oh, da ist ein Waran. Den kommt. Oh Gott, ich habe gar kein Leben. Ich habe gar kein Leben. Deswegen esse ich jetzt lecker Waldbeeren. Waldbeeren im Walde. Der ist voller Beeren. Da esse ich Waldbeeren. Putz! Oh, Gott. So, die looten ja leider nichts.
Ich überlege echt, ich meine, was ich alles hier umklatsche. Da ist es doch... Naja, es ist so eine Sache, ob ich halt Krallen zum Beispiel und so diese ganzen Jagddinger lerne. Bleib hier, Junge. Zack. Naja, gut. Zack. Nächster. Oh. Du weichst aus? Nix hier. Nicht hier umgehen. Gut, Keule. Also, das Ding ist, ich könnte mehr Geld machen, wenn ich diese Jagdattribute lerne. Allerdings habe ich dann weniger Lernpunkte. Hm. Das ist die Frage, was ist besser? Und ich glaube, Lernpunkte ist die Antwort. So, da sind wir wieder zu Hause, liebe Freunde. Ach, ist das schön. Endlich wieder hier schön in der Kifferei arbeiten. Schön. Gucken wir mal wieder speichern hier. Zack. Weiter. Ey, so eine Templerausrüstung, die bräuchte ich. Dann könnte ich diesen ganzen Molukken auf die Fresse hauen, ja? Die mir Geld abgenommen haben. So, was geht bei dir, Lester? Erwache! Moin! Nee, okay. Der Schläfer. Ja, ja. Gut, wir hören uns jetzt einfach mal ein bisschen um. Ob es irgendeine Quest gibt oder so. Novize, Novize. Templer. So ein Templer, würde der sterben, das wäre schon gut. Aber ich glaube, der kommt gegen so einen Sumpfhai an, ne? So, hier ist doch Miras, was? Okay, der hat auch nichts. Der vielleicht was für mich? Der Typ ist hier immer noch im Krautstamm vor Harlock. Die arme Sau. Erwache! Moin! Wie läuft die Krautproduktion? Wir belasten jeden Mann, aber... Bis aufs Äußere, genau. Das hatten wir schon. Gut, gehen wir weiter. Dann, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Also wir müssen auf jeden Fall gleich zu Korkalom die Quest abgeben. Ich bin ja zum Glück hier nicht mehr in den Minusbereichen. Ja. So, gut. Irgendein Baal hatte doch das Problem hier mit dem einen Typen im neuen Lager, der eventuell ersetzt werden sollte. Das habe ich ja jetzt geklärt. Guck mal hier. Du. Erwache. Moin. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um die Viecher machen. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt stör mich nicht weiter. Ich muss die Augen aufhalten. Okay, dann mach das, Dude. Ich gehe weiter ins Lager. Erwache. Tausendmal berührt. Ich höre nicht mehr auf das Gehäuse. Tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht. Ich will meine tägliche Produktion, Ration. Genau. Komm, gib mir, gib mir. Gib's mir. Erwache! Erwache! Scheiß Sekte, ey. Ich mir. Danke. So. Jetzt pennen wir erstmal. In unserer Hütte, ja. Harlock haben wir ja rausgemobbt. Ne, rausgeprügelt haben wir ihn sogar. Naja, gut. So. Hier, ich hab irgendeinen Fussel. So. Genau, zu Korkalom. Hier oben. Ne? Oder? Ja. Genau. Leiter. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ran! Geh an die Leiter! Geht doch. Ich könnte da auch Schmieden mal lernen, wo ich die gerade sehe. Aber Kampfattribute sind gerade wichtiger, glaube ich. So. Moin. Der Kanon. Erwache! Was willst du? Wegen der Krautherstellung im neuen Lager. Ach nee, das habe ich ja noch nicht gemacht. Ich bin noch an der Sache dran. Ich hatte nichts anderes von dir erwartet. Alter, was soll denn das heißen? Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich habe das Kraut abgeliefert. Gut, mach dich anderweitig nützlich. War doch klar, dass das...
Der ist richtig dankbar. Ich habe Crawlerzangen für dich. Oh, habe ich sehr wirklich? Gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Okay. Gut. Wir sehen uns. Hey. Gut, 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 gut. Was geht bei dir, Kane? Okay, bei ihm geht nichts mehr. So. Ich will ja Templer werden. Ne? Deswegen gehen wir mal zu den Jungs hin. Und zwar nicht die da auf dem Trainingsplatz, sondern hier unten standen noch welche. Die zwei da glaube ich auch nicht. Die immer Minecrawler jagen gehen. Vielleicht kann ich mit denen mit irgendwie. Geht das? Tja. Hier, wer seid ihr? Novize, dreckige Novizen hier. Bin zwar selber einer, aber nicht mehr lange. Ich schwöre. Darf ich jetzt eigentlich in den Tempel rein? Darf ich? Erwache! Moin. Okay, mit dem kann ich nicht reden. Mal gucken, ob ich rein darf. Weil dann erschließen sich mir bestimmt neue Wege und so. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Ach so. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Nice. Du kannst passieren. Sauber. Ich will ein Templer werden, so wie du. Hast du eine Ahnung, wie viele Entbehrungen ich auf mich nehmen musste, um den Auserwählten des Schläfers als Tempelwächter dienen zu dürfen? Bla bla. Oh, bloß nicht, du kannst hier einfach reinspazieren und bekommst so mir nichts, dir nichts, die höchsten Auszeichnungen. Natürlich, ich bin ja noch platt. Bevor du überhaupt darüber nachdenkst, solltest du dich mit der Lehre des Schläfers vertraut machen. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen und es wird dir auch sicher die Flausen aus dem Kopf treiben. Okay, ruhig bleiben. So, rechts oder links? Rechts. Wir bleiben rechts. Achso, ist egal. Gut. So, ja, sieht schön hier drin aus, ne? Läuft. Alter, hier Disco flackern. Alter, ein Alter hat der auch am Start. Oh. Entschuldigung, gerade verschluckt. Sei gegrüßt, Meister. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte, nun gut, was willst du? Okay. Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist, der ist doch noch hier im Lager. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Der Nyras ist so hier im Lager. Was hat es mit dem Fokus auf sich? Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Es handelt sich dabei um einen der 5 Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben. In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen. War wohl eine ziemlich spannende Vision. Ja. Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen. Alter. Wo soll ich suchen? Wenn du das Lager verlässt, wende dich nach rechts und steige hinauf zur großen Klippe. Dort, hinter dem Wald, wo du das Meer sehen kannst, wirst du den Fokus finden. Okay. Bin beeindruckt. Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Ja, aber der Nyras ist so hier im Lager, oder ist er jetzt quasi dann aufgebrochen? Okay, gut. Nutte. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. So, und hier? Oh, hier könnte ich glatt mal... Oh, was ist denn das? Kann ich hier lesen? Nice. Das bringt mich weiter. Gut, ich schätze mal, an die Truhe kann ich nicht gehen, weil der sonst aufmuckt. Aber ich probiere es trotzdem. Links, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, links, links, ach verdammt, links, links, rechts, links, rechts, links.
Links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, verdammt. Links, rechts, oh Gott, links. Was? Moment. Moment. Das war jetzt aber ganz komisch. Die will ich knacken. Links, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, oh, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, links. Boah! Okay. Oh, das hat sich gelohnt, ey. Heiltränke und was zum Krauten. Junge! Toll. Tschüss, Iberion. Dein Vorrat war aber sehr mager. Alter, da so ein Knack, Kote da. So ein Knack dahinter. Und dann so eine Scheiße drin, ey. Eine Gülletruhe war das. So. Dann würde ich sagen, versuchen wir jetzt den Fokus ranzuholen. Mal gucken, ob wir schon so weit sind, ey. Mal gucken. Warte mal, mir fällt gerade noch ein. Nee, okay. Gut. Dann machen wir es jetzt einfach. Oder versuchen wir es einfach. Ne, müsste ja. Achso, vielleicht vorher noch ein bisschen Stärke lernen. Nee, eigentlich will ich ja Bogen lernen. Das ist alles. Es ist alles so, weiß nicht. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir gehen jetzt erstmal zum Fokus. So. Skillen kann ich immer noch. Auch wenn ich mehr Chancen beim Fokus hätte, würde ich vorher skillen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, was ich skillen möchte. Ich möchte einerseits jetzt Bogen skillen, müsste dafür jetzt aber wieder ins neue Lager. Das will ich euch nicht antun. Weil dann wieder nur Gelatsche ist. Ja. Ja. Also ich könnte jetzt halt auch volles Met auf Stärke gehen und mir fette Waffen holen und ja, könnte ich. Aber ich weiß nicht. Das war ja nicht, wir haben ja abgestimmt. Da haben wir gesagt, ich werde so eine Art Bogenschütze. Wobei bisher es ist einfach so viel stärker mit einer Nahkampfwaffe. Momentan. Momentan. Gut. So, jetzt hat er gesagt, Moment, wir haben noch eine Karte. Rechts, ne? Fokuskarte von Iberien. Ah, okay, also einmal rum hier. Oh, Backe, ey. Ich wette mit euch, da wartet der Endgegner 2000, ey. Der wartet da. Da bin ich ja gespannt, ey. So, hier war ich halt noch gar nicht. Und das ist gleich ein richtiger Reiz. Hallo? Eine Kuhle? Eine Senke? Okay, ich habe Angst vor Schattenläufern, alles andere ist cool. Ach, hier ist sogar ein Weg. Was ist das für ein Weg, ey? Ist das ein Grafikbug? Sieht ja mega strange aus. Ich schätze mal den Weg. Oh, Scavenger. Töten! Töten! Zack, und weg. Ohne einen Mucks zu machen, ist der abgekackt. Da hinten sind noch mehr. Hier was Leckeres. Blauflieder? Nee, Seraphis. Ja. Erinnert mich immer an Flieder, wenn ich das Ding sehe. So. Klatscherei gibt's jetzt, Leute. Putz! 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 Schön. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Sklavenbrot. Zack. Nice, gut. So, das war schon wieder eine ganz gute. Noch 3 bis 4000. Da, jetzt sehe ich das Meer, ja. Wo war die Karte? Die Karte war hier. Okay. Dort. Speichern. So. Bin gespannt.
müsste gleich zu sehen sein. Also genau dahin müsste es jetzt eigentlich sein. Aber da ich so ein mieser Cliffhanger-Boy bin, machen wir jetzt einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.